Schade, dass wir die Corona-Zahlen in Deutschland nicht so einfach runterschrauben können wie den Kilometerstand im Auto. Wir Laien denken zwar immer, das sei besonders schwierig, aber Profis machen sowas im Handumdrehen und verdienen damit richtig dickes Geld auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Das ist mittlerweile ein weit verbreitetes Problem. Aber seit heute ist ein Zertifikat auf dem Markt, das diesen Betrug am Kilometerzähler verhindern soll. Markus Sippel zeigt in wenigen Schritten, wie einfach es ist, den Kilometerstand auch an neuen Fahrzeugen zu manipulieren. Der Leiter der ADAC Fahrzeugtechnik schließt mit wenigen Handgriffen dieses Gerät an, das sofort einsatzbereit ist. Das Gerät ist zu allen möglichen Dingen in der Lage. Dieses spezielle Gerät wird aber eigentlich nur zum Manipulieren von Kilometerständen verwendet. Das Steuergerät ist nicht billig. Es kann in Polen für knapp 4.200 Euro bestellt werden. Dass sich diese Investition auszahlen muss, ist klar. Aber wie viel Geld damit verdient werden kann, zeigt ein Blick auf dieses Beispiel. Dieser 4 Jahre alte Golf 7 kostet mit einer Laufleistung von 120.000 Kilometern 10.350 Euro. Je niedriger der Kilometerstand ist, desto teurer wird das Auto. Eine Manipulation könnte, je nach Tachostand, etwa 2.000 bis 4.000 Euro einbringen. Ich treffe mich in Frankfurt mit Patrick Schawenka. Er will Schluss machen mit solchen Manipulationen. Sein Unternehmen CarCert bietet ab heute ein Zertifikat an, das Kilometermanipulationen aufdecken soll. Dazu wird die Nummer meines Fahrzeugscheins eingegeben und schon weiß das Zertifikat für 29,99 Euro einige historische Kilometerstände meines Autos aus. CarCert schützt Käufer und Verkäufer von Gebrauchtwagen, indem wir über den digitalen Autolebenslauf eine objektive Basis für die Kauf- und Verkaufentscheidung bieten. Bei meinem Pkw wurde laut CarCert der Kilometerstand alle 2 Jahre vom TÜV festgehalten. Aber reicht das aus? Das Problem an diesen Zertifikaten liegt darin, dass die Kilometerstände, die hier eingetragen werden, quasi manuell eingetragen werden. Und die sind eben nicht mit Sicherheit richtig. Oder Fahrzeuge kommen erst nach dem dritten Jahr überhaupt zur Hauptuntersuchung oder in die Werkstatt. Das heißt, man hat genug Möglichkeiten, vor dieser Aufzeichnung des Kilometerstandes ihn zu verändern. Mit diesen Chips, die schon in den neueren Pkw verbaut sind, nur etwa 1 Euro kosten, könnte man die Kilometermanipulation nahezu ausschließen. Allerdings sind die Chips teilweise nicht aktiviert und die Daten sind nicht für den Autobesitzer zugänglich. Warum ist das so? Die Autoindustrie hat offensichtlich keinen Anreiz, an dem Thema Tachomanipulation tätig zu werden, aktiv zu werden, weil ihnen selbst eben quasi hier kein Schaden entsteht. Den Schaden trägt letztlich nur der Gebrauchtwagenkäufer. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Das wollen Autoindustrie und Handel so nicht stehen lassen. Deswegen empfehlen wir bei solchen modernen Fahrzeugen auch immer den Kauf im Fachhandel. Denn dort kann die Werkstatt auch vorher eine Herstellerdiagnose, sozusagen einen Datenabgleich durchführen und kann feststellen, stimmt die Fahrzeughistorie auch mit dem Kilometerstand, der hier angezeigt wird, überein. Vorteil beim Kauf im Fachhandel, hier bekommt man 1 Jahr Garantie, bekäme Schadenersatz bei einer aufgedeckten Manipulation. Auch CarCert will an die Daten der Hersteller, die Verhandlungen dazu laufen bereits. Und wir müssen Ihnen noch diese Bilder aus Kanada zeigen. Gewaltige Wassermassen haben Teile des Westens, British Columbia, einfach weggespült. Mittlerweile wird das Essen knapp, das Militär ist im Einsatz und die Kanadier, die ja eigentlich seit Jahr und Tag mit ihren Naturgewalten leben, sind schockiert. Bahnwaggons, die in den Abgrund stürzen, Brücken, die einbrechen, ein Feuer, in dem rund 100 Autos abbrennen. Es sind Bilder der Zerstörung nach dem verheerenden Unwetter in British Columbia im Westen Kanadas. Premier Trudeau sichert Hilfe zu. Ich kann bestätigen, dass hunderte Einsatzkräfte der kanadischen Armee sich auf dem Weg nach British Columbia befinden, um zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Und Tausende mehr bereitstehen. Innerhalb von 2 Tagen kam so viel Regen vom Himmel wie sonst in einem Monat. In British Columbia gilt mittlerweile der Ausnahmezustand. Und angesichts leerer Regale wird die Bevölkerung zur Besonnenheit aufgerufen. Bitte machen Sie keine Hamsterkäufe. Was Sie brauchen, brauchen Ihre Nachbarn auch. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Lieferketten schnell und ordentlich wiederherstellen können, solange wir uns alle so benehmen, wie wir es schon die letzten 2 Jahre tun. Wegen der Wasser- und Schlammmassen müssen Anfang der Woche mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser fluchtartig verlassen. Im kleinen Merritt ist die Gefahr so groß, dass das ganze Dorf evakuiert wird. Auch vor dem Haus von Anwohner Jared Thomas steigt das Wasser rasend schnell.
Die Evakuierung von ihm und seiner kleinen Familie wird er so schnell nicht vergessen. Wir wurden früh von einer lauten Sirene geweckt. Wir haben rausgeguckt und was wir zu dem Zeitpunkt sahen, war nur ein Rinnsal. Aber als wir unsere Sachen gepackt haben und ins Auto gestiegen sind, standen wir schon knöcheltief im Wasser. Mehr als 200 Kilometer nordwestlich rauscht Anfang der Woche eine Schlammlawine den Abhang hinab, die das erste Todesopfer fordert. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Tausende Tiere verenden in den Fluten, so sie nicht durch kreative Lösungen, doch noch in letzter Sekunde gerettet werden können. Zum Glück hat der Himmel über Deutschland eher Langweiliges zu bieten. In der Nacht regnet oder nieselt es weiter im Norden und Osten, dazu im Norden lebhafter Wind mit stürmischen Böen an den Küsten. Am Tag viele dichte Wolken, vor allem im Bergland ist es neblig mit Niesel. Im Norden ist es dazu windig, an der Ostsee stürmisch. Sonnig bzw. freundlich ist es im Südwesten.